Jetzt gehen wir auf eine Sache ein. Wenn der Christ spezielle Punkte aus der Bibel nennt, aus dem Koran nennt. Wir gehen nämlich jetzt zu Schritt 2 übrig. Wir haben gesagt, erstmal kommen logische Beweise. Scheinbeweise, die zwei logischen Beweise haben wir gerade widerlegt. Jetzt geht er über zu Koran. Er versucht den Koran zu benutzen, den Muslim dazu zu überzeugen, dass der Bibel richtig und unverfälscht ist. Und ich sage euch, das ist die beliebteste Missionarstaktik. Das ist die beliebteste Missionarstaktik. Die wissen, die meisten Muslime wissen nicht viel über den Koran. Und dann fangen sie so an. Da kommt dann zum Beispiel dieses Schema. Da wird der Muslim dann gefragt. Und das steht auch in dem Buch von Zeugen Jehovas. Ja? Wenn er sagt, die Bibel ist verfälscht, dann frage ihn doch, wo steht denn, dass die Bibel verfälscht ist? Zeig es mir doch mal im Koran. Dann steht, dann wird er es wahrscheinlich nicht zeigen können. Danach wird er eher bereit sein, dir zuzuhören. Deswegen frage ich euch jetzt mal, wo steht denn im Koran? Wo steht denn im Koran, dass die Bibel oder dass die Tora und Evangelium, dass Leute etwas Falsches reingeschrieben haben? Wo steht das? Ich habe schon zweimal gesagt heute. Bakara ist gut. Du bist schon mal nah dran. Du bist schon mal nah dran. Aber seht ihr, das Schema funktioniert. Weil jeder hat jetzt sagen müssen, ich weiß nicht, wo es steht. Deswegen müssen wir uns ein bisschen bewaffnen. Mit Wissen. Nicht, dass man falsch versteht. Ne? Und stehen demnächst die Zeugen Jehovas hier und machen mehr Ärger. Der will sich gegen uns bewaffnen. Jedenfalls. Wo steht das? Dann musst du lernen. Stell dir mal vor, der fragt dich, wo steht das denn im Koran, dass die Bibel verfälscht ist? Der kennt schon das Schema, hat schon mit vielen geredet. Der weiß halt, die wissen sowieso nicht Bescheid. Ich sag's ja ganz einfach so, 2 Vers 75, 2 Vers 79, 5 Vers 48. Denn boah, was ist los? Nochmal in Zeitlupe. Suche 2 Vers 75, Suche 2 Vers 79, Suche 5 Vers 48, Sahih al-Bukhari, Buch 9, Hadith Nummer 461. Ehrlich? Klar, steht drin. Da ist sowieso schon die Debatte vorbei. Dann sagt der Zeuge Jehovas normalerweise, oh, ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich muss jetzt woanders hin. Das meistens so. Letztens hat jemand, ich habe ja ein Video gemacht, wie diskutiert man mit Zeugen Jehovas, ja? Da habe ich einen türkischen Bruder getroffen und der meinte zu mir, der hat sich kaputt gelacht, der Haki. Er sagt zu mir, genau wie du gesagt hast. Und als ich denen diese Argumente gegeben habe, hat er gesagt, oh, wir haben jetzt keine Zeit mehr, wir kommen nächste Woche nochmal wieder. Jedenfalls, jetzt kommen wir zum Punkt, ich habe das eben schon erwähnt mit der Verfälschung, ich habe die Verse erwähnt. Bevor wir aber darauf eingehen, ja, auf spezielle Scheinargumente, müssen wir erstmal etwas von Koran, Methodik der Koraninterpretation lernen. Erster Schritt, der Koran erklärt sich mit Koran. Das heißt, ich muss immer gucken, in welchem historischen Kontext und in welchem textlichen Kontext wurde dieser Vers herabgesandt. Zweiter Schritt, Allah sagt in Sure 16, Vers 44, وَأَلْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَا لِنَاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ. Wir haben zu dir die Ermahnung herabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was zu ihnen herabgesandt wurde. Dann, das ist Sure 16, Vers 44, das heißt, der Prophet erklärt den Koran. Deswegen ist es auch bei uns möglich zu sagen, was ist die richtige Interpretation in vielen Fällen, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt. Nächster Schritt ist, dass wir die Sahaba und die Tabi'un fragen. Denn sie haben mitbekommen, warum ein bestimmter Vers herabgesandt wurde. Okay? Und wie die Menschen darauf reagiert haben. Beispielsweise sagt Allah in Sure 24, Vers 31, ja, sagt er, dass die Frauen ihren Kopf bedecken sollen, in dem Sinne. Und dann haben die Frauen sich bedeckt. Das zeigt, das ist der Befehl ist damit gemeint. Wenn heute jemand sagt, ja, wir können das auch anderssprachlich interpretieren, sagen wir hier, wir gehen zu der Interpretation dieser Leute, weil die haben es am besten verstanden. Und wäre diese Interpretation falsch gewesen, hätte der Prophet gesagt, nein, die Interpretation ist anders. Okay? So, das dazu. Das als kurze Einführung. Und ihr werdet sehen, bei jedem Punkt, den der Christ benutzt aus der Bibel, um den Koran zu widerlegen oder zu zeigen, dass die Bibel richtig sei, sieht man, dass sie diesen Regeln widersprochen haben. Weil was ist das Ziel? Ihr müsst verstehen, was ist das Ziel? Das Ziel ist zu sagen, guck mal, der Koran sagt doch eigentlich, die Bibel ist unverfälscht, aber wenn jetzt in der Bibel hier etwas anderes drinsteht als im Koran, nämlich dass Jesus getauft wurde,
dann widerspricht sich der Koran, dann ist der Koran falsch. Das ist das Ziel davon. Jetzt kommen wir zum Punkt. Erste Scheinargument ist, wenn der Muslim sagt, ich weiß nicht, wo das steht, dann holt er seine Broschüre raus, der christliche Missionar, und bringt Verse im Koran, die nicht sagen, dass die Bibel verfälscht wurde, sondern die sagen nicht, dass sie schriftlich verfälscht wurde, sondern nur mit der Zunge, dass etwas Falsches vorgesagt wurde. Erster Vers, Sure 3, Vers 78, dort steht, dass Allah sagt, وَإِنَّ لَفَرِيكًا مِنْهُمْ يَلْوُونَ أَلْسِنَتْهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوا مِنْ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَقُرُونَهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Das heißt, und von den Leuten der Schrift gibt es eine Gruppe, die ihre Zunge verdrehen und sagen, das gehört zu dem Buch, aber es gehört nicht zu dem Buch. Und sie sagen, das ist von Allah und es ist nicht von Allah. Und sie sagen über Gott die Lüge, wo sie es wissen. Was sagt der Vers? Dieser Vers redet nicht von einer schriftlichen Veränderung, sondern von einem falschen Vortragen von das, was da drin steht. Wenn ich zum Beispiel sage, guck mal, im Koran steht so und so und so und ich lese es falsch vor. Damit ist aber nichts verändert worden. Keine schriftliche Veränderung, das will er sagen. Und er sagt, guck, aber hier haben wir die schriftliche Bibel, die ist gar nicht verändert worden, sondern die haben falsch vorgelesen, aber hier, du kannst jetzt selber lesen. Zweites Beispiel derselben Art, das ist in Sure 4, Vers 46. Dort sagt er, مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَادِعِهِ. Von den Juden gibt es Leute, die das Wort von der Stelle sozusagen verdrehen. Ist genau dasselbe. Hier steht nichts vom Geschriebenen. Und dann sagt er, wie das Geschriebene haben wir hier. Du kannst selber nachlesen. Aber da steht das drin, was wir sagen, dass Jesus gekreuzigt wurde. Jetzt. Was sagen wir hierzu? Was sagen wir hierzu? Wenn jemand etwas Falsches aus einem Buch vorliest, was nicht drin steht, heißt das dann sofort, dass nicht an anderer Stelle auch etwas Falsches steht? Nein. Das eine schließt das andere nicht aus. Das eine schließt das andere nicht aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Bibel nehmen würde, ich sage, hier stehen Sachen drin, die nicht authentisch sind. Und ich nehme jetzt eine andere Stelle und die lese ich falsch vor. Hier steht, Jesus hat zu Gott gebetet und ich sage, Gott hat zu Jesus gebetet. Ja, obwohl es nicht da drin steht. Schließt das aus, wenn ich diese Stelle mit meiner Zunge verdrehe, dass nicht andere Stelle mit der Schrift verdreht worden sind? Nein. Von daher ist die ganze Diskussion beendet. Man muss nur logisch nachdenken. Nur bei vielen kommt dann direkt der Scheitan, der sagt, boah, nicht, dass das alles falsch verstanden ist. Ja, guck mal, steht ja gar nicht im Koran, weil du kennst die Stelle nicht, wo die Verfälschung steht. Deswegen ist das sehr wichtig, sich auf diese Punkte vorzubereiten.